Hallöchen zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Let's Groschi. Ja, und heute natürlich, weil Ostern ist, mit einem kleinen Oster-Special. Das heißt, ich habe mir überlegt, spielen wir doch mal ein Spiel, was so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht die Gedanken ein wenig weg von dem eigentlichen Osterfest hin, wegbewegen, ja, hin zu einem mehr tieferen, einer tieferen Erfahrung, einer tieferen Experience, was vielleicht den einen oder anderen sogar gefallen wird. Denn ich habe mir überlegt, hey, spielen wir doch einfach mal ein kleines, ja, Oldschool, also von der Grafik her ein Oldschool-Horrorspiel. Und das Ganze nennt sich Mr. Hobbs Playhouse. Ich kenne das selber gar nicht, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Deswegen ist es umso besser für uns alle. Ja, wollen wir mal gucken, wie ich das hinkriege und ob ich überhaupt das mit der Steuerung alles begreife. Das ist übrigens ein Android-Game, ja, das heißt, das Ganze wird natürlich dann über BlueStacks abgewickelt. Deswegen sieht man auch so eine bescheuerte Werbung da oben. Naja, die werde ich nachher überblenden. Nichtsdestotrotz, lasst uns doch einfach mal anfangen und spielen und dann wünsche ich euch allen schon einmal frohe Ostern, meine Freunde. Papa, kannst du Mr. Hobb heute Abend nehmen? Er macht mir Angst. Papa, kannst du heute Nacht Mr. Hobb nehmen? Sei nicht albern, Ruby. Was würde deine Oma davon halten, dass du das sagst? Sie hat dich extra... was auch immer. Ich lasse das Nachtlicht an. Ne? Versuch mal ein bisschen zu schlafen. Fängt ja schon gut an. Mama, Papa, what the fuck? Aufgabe geht zum Zimmer der Eltern. Okay, kein Problem. Okay, also wir dürfen... Ja, wir müssen über die Spielsachen springen, weil die halt sonst Aufmerksamkeit erzeugen können. Ja, durch diese bescheuerten Geräusche, wie man gerade mitbekommt. Und hopp. Okay. Das ist also Mama und Papa und ja, da unten ist Mr. Hobb, der ein wenig seltsam aussieht. Jut, jut. Hoppi! Schritte sind laut. Schau sicher, dass es sicher ist, bevor du dein Versteck verlässt. Okay. Geht's hier auch noch weiter? Ah, hier geht's auch noch weiter. Cool. Höre genau auf deine Umgebung. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Sound, der ist echt geil. Okay, der Sound ist nicht geil. Ja, ich weiß, Leute. Ja, ich wäre jetzt wahrscheinlich schon tot, normalerweise, wenn das Spiel nicht so gnädig wäre. Geht's hier noch weiter? Nee. Mama, Papa, wo bist du? Geh zurück ins Bett, okay. Ach, guck mal da. Seht ihr das? Da sind so Kratzspuren, Krallenspuren oder sonstiges. Hier ist auch noch eine Tür. Na denn. Ach, warte mal, wie bin ich überhaupt hier hingekommen? Ah ja, ich bin immer die ganze Zeit nach rechts gegangen, ne? Und hopp! Nee, ist klar. Mr. Hobb ist aber ganz schön gewachsen. Verlasse das Haus, okay. Okay, da geht's rauf. Ich würde mal sagen, das ist der falsche Weg. Da ist er schon wieder. Ich bin weg. Na, jetzt bin ich wieder zurück im Zimmer. Oh, what the fuck? Ja, verlass das Haus. Ich hab's verstanden. Okay, ich würde sagen, Mr. Hobb hat mir gerade richtig schön... Jetzt bin ich wieder bei den Eltern. Oder kann ich jetzt vielleicht weiter? Nein, ist immer noch zugeschlossen.
Renn doch! Geh weg, geh weg! Oh. Alter, ich kriege hier fast einen Herzinfarkt. Ich glaube, dass das Bücken, dass es das oder dass das das Verstecken meint, ja, also dass ich mich verstecke. Und je lauter der Sound wird. Desto eher ist da Mr. Hobbs. Oh! Alter, das. Ey, was ist denn das? Meine Fresse. So, jetzt bin ich hier wieder bei den Eltern. Ich soll das Haus verlassen, aber ich weiß nicht, wo lang. Also irgendwie ist das Ganze ein bisschen seltsam, ne? Hier kann ich auch nicht lang. Doch, hier kann ich lang. Hä? Nein, 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 nein! Mr. Hopp macht mir Angst. Oh, schnell weg hier! Wir müssen jetzt alle ganz leise sein. Ach guck mal, man konnte mit dem Telefon interagieren. Was natürlich ziemlich cool ist, ne? Weil ich mache mal einen ganz kurzen Telefonanruf, aber sonst nichts zu tun. Okay, anscheinend jetzt noch nicht. Oh, seht ihr da die Leuchte da? Oh, ja, go, go, go! Ach, super! Mama, was ist hier los? Nein, hier wird keine Anzeige geschaltet, um zu cheaten. Hier wird nicht gecheatet, verdammte Scheiße. Achso, übrigens das mit dem Double Tap, ja, das funktioniert irgendwie auf der Tastatur nicht. Ist richtig nah, ey. Okay. Falls jetzt irgendjemand hier denkt, oh mein Gott, der hat gar keine Ahnung, was er tut. Ja, ganz genau. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich tue. Kann sein, dass ich die ganze Zeit im Kreis laufe.
Oh, da kommt er wieder, da kommt er wieder. Ihr hört den Sound, ihr hört den Sound, den Grusel-Sound. Also um ehrlich zu sein, der Sound ist teils gruselig, teils echt nervtötend. Oh. Wie schon wieder. Hehe, denkst du? Bin schon weg. Ja, der kommt wieder zurück. Glaubt's mir, meine Freunde. So, mal gucken. Ich geh jetzt erst nochmal hier lang. Vielleicht versteckt sich die Mutti ja auch irgendwo. Vielleicht in meinem Kinderzimmer oder so. Unter meinem Bett. Geh weg! Geh weg! Oh, ach komm, ey! Oh, ich krieg hier erstmal einen Herzinfarkt. Wir suchen Rubys Mutter. Einige Türen erfordern einen Schlüssel. Oh. Oh. Yeah. Mm. So, jetzt höre ich nur noch den Sound. Oh, er ist stehen geblieben. Was ist hier los? Ich höre dich, mein Freund. Ich höre dich. Ah, wo bin ich jetzt gelandet? Das ist doch die Küche. Schade, dass man nicht reingucken kann, was im Kühlschrank so ist. Ah, okay, da geht's auch. Anniversary. 18. April. Ach, komm doch, ey. Dann mal wieder zurück. Noch nichts zu tun. Und hier kann ich auch nicht weitergehen. Und da oben ist ein richtig schönes Bild. Wahrscheinlich von der Mutti, die. Man weiß es nicht. Hört sich an, als ob der entweder Magenprobleme hat oder ziemlich in Hunger. Oh, warte, der kommt wieder. Und hoppi, hoppi. Und hoppi. Dass das nicht funktioniert, das nervt mich. Und hoppi. Oh, Alter, das war nochmal richtig knapp. So, über das Schwein, über die Gitarre. Sieht ja aus wie eine Pfanne. Ah, jetzt bin ich schon wieder hier. Ich glaube, ihr merkt auch, dass ich mich so ein bisschen verlaufe im Haus. Ich habe gerade keinen Schimmer, wo ich hin muss. Hat auch so ein bisschen so den Takt von einem Herzen. Ja, merkt ihr das? Haben sie schon ganz klug hingekriegt. Immer dieses Bumm, Bumm. Ja. Haha. Okay. Wo ist er hin? Ach, da hinten. Na, ich gehe jetzt einfach mal hier lang.
Und wenn ich da nichts finden sollte, ja, wenn ich die Mutti hier nicht finden sollte, doch, dann gehe ich wieder zurück. So schaut's aus. Wir könnten das warten mit ein bisschen Musik unterspielen später im Schnitt. Keine Ahnung, irgendwie was richtig Cooles. Wildecker Herzboom, ja, um die Laune wieder nach oben zu treiben. Oder den Horror so ein bisschen aus den Gelenken zu kriegen. Ich nicht irgendwas übersehen oder so? Hopp, hopp, hopp. Ach komm, Alter. Schlüsselchen. Okay. Ich habe jetzt ein Schlüsselchen gefunden. Ich habe ein Schlüsselchen. Vielleicht ist das ganz cool. Vielleicht ist das der Schlüssel für die Tür im Schlafzimmer der Eltern. Jetzt muss ich nur noch wieder zum Schlafzimmer zurückfinden. Nee, halt, der kommt zu schnell. Tschüssikowski. Ach ja, ich kann auch so brüllen. Rrr. Nichts geht über Wombat-Gebrülle. Das war knapp, Leute. Das war mal richtig knapp. Komm, das schaffe ich, das schaffe ich. Also wirklich, das ist echt 1:1 der Herzschlag, ja? Also normalerweise Heartbeat-Aktion so. Geh weg! Hoppa, hoppa. Schon wieder. Ja. Wie war das denn nochmal? Wo musste ich denn hin? War das hier sogar? Jo, hier. So, wollen wir nochmal gucken, ob die Mutti hier vielleicht hinter ist. Ach komm. Toll, jetzt habe ich einen Schlüssel und ich weiß nicht, zu welcher Tür das passen könnte. Wieder hier. Ja, go, go, go. Da wollen wir uns erstmal hier kurz hinter verstecken und darauf warten, dass El Maestro wieder vorbeischleicht. So, ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig und hoppa! Und hier, da haben wir es wieder. Okay, das war der falsche Weg. Dann gehen wir weiter nach rechts. Ne, halt, warte mal, bin ich nicht von da gekommen? Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Ach komm! Gleich dreh ich durch hier. Gleich dreh ich hier echt durch. Schlüssel! Schlüssel!
Also haben wir gerade schon mal gecheckt, dass halt im Schlafzimmer der Eltern wohl nichts zu finden ist. Das ist ja schon mal gut. Bobong, Bobong. Ja, wer kennt noch Dirty Dancing? Das ist dein Tanzbereich und das ist meiner. Oh, yeah. Come on. Pechi. Weg, 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 weg. Warte mal, was haben wir hier nochmal? Achso, hier war die Küche, genau. Warte, warte, warte. Wir haben ja hier auch noch eine Tür. Ja! Wir sind jetzt, sind wir draußen? Nee, im Keller. Weg mit dir. Kassettenrekorder auf einem kleinen Zettel, im anderen steht unter dem Spiegel. Scheiße, unter dem Spiegel, Alter. Unter welchem Spiegel? Unter dem Spiegel. Unter dem Spiegel. 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 Warte mal, wo war denn ein Spiegel zur Hölle? Ging es hier nochmal weiter? Nee, da ging es nicht weiter. Oh nein, da ist wieder die Lokomotive. Also ganz ehrlich, ich habe momentan mehr Schiss vor der Lokomotive, dass ich da wieder drauf trete, als vor dem Hasi-Masi. Dachte ich es mir doch. Ja, deswegen habe ich auch abgewartet. Und über die Barbie. Und über den Soldaten. Und über die Couch. Und über den Ferrari. Und hingesetzt. Oh. Geh weg. Und über den blauen Elefanten. Über Sparschwein. Und wieder. Ah. Ja. Okay, was war hier nochmal? Vielleicht. War hier ein Spiegel? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist die Tür noch verschlossen? Natürlich ist die Tür noch verschlossen. War ja klar. Ich habe einfach kein Glück im Leben. Über den Ferrari. Halt! Da ist der Spiegel. Oh, ich bin so blind und so doof, Alter. 8. September. Jenna, Ruby und ich haben Esther gestern besucht. Ruby liebt es immer, ihre Großmutter zu sehen. Oma nennt sie sie. Es geht ihr in den letzten Monaten nicht so gut. Wir sind neulich am Wochenende vorbeigefahren und sie starrte nur an die Wand. Ja, das ist wirklich scheiße. Wir mussten sie richtig schütteln, um sie zur Besinnung zu bringen. Und dann ging es ihr wieder gut, als ob nichts passiert wäre. Gott weiß, wie lange sie das schon so macht. Wir machen ihr einen Termin beim Arzt. Was? Wir haben ihr einen Termin beim Arzt verschafft. Ich sollte eigentlich Ideen für einen neuen Roman aufnehmen. Dann mach das doch einfach. Finde Kassetten. Okay. Klar. Ich habe sonst nichts zu tun. Muss ich jetzt hier lang? Oder vielleicht, warte mal. Geht's ja auch hier lang? Genau. Ah, nein, warte mal, da bin ich doch gerade hergekommen. Nein, nein. Ich gehe jetzt erstmal links lang. Oder vielleicht im Schlafzimmer sogar. Könnte ja sein, dass die Mami Lee im Schlafzimmer irgendwelche Kassetten hier so gestopft hat. Könnte aber auch nicht sein. Okay. Vielleicht. Vielleicht bei mir im Zimmerchen reingucken. Oh nein, nein, da kommt sie gleich wieder. Die Lokomotive. Gleich kommt sie wieder, die Lokomotive des Grauens. Und vorbeigezogen. Haha. Ah, denkst du?
Wo könnte man jetzt... Ah, was ist das? Was ist das? Was ist das? 14. September. Jenna und ich haben heute wieder bei Esther vorbeigeschaut. Es war scharmutzig. Ich bin mir nicht sicher, wie es so schlimm... Quatsch, wie es so schnell so schlimm werden konnte. Esther scheint sich auch nicht sauber zu halten. Also, die Esther ist wohl ein kleiner Dreckspatz. Und es ist fast so, als hätte sie uns nicht erkannt. Ihr Termin ist morgen. Jenna ist besorgt, dass sie vielleicht in die Pflege muss. Ich werde das dokumentieren. Ich hoffe, Ruby muss sie nicht so sehen. Okay, also ich dokumentiere das mal eben. Sie muss vielleicht in die Pflege. Okay. Ich muss immer noch Kassetten finden. Hoppy! Nee. In meinem Zimmer sind definitiv keine Kassetten. Hopp. Und hopp. Was bitte? Geh weg! Ich frage mich echt, was ich mit den Kassetten soll. Das ist eher so meine Frage. So, was will ich mit den Kassetten? Aber wo komme ich da nochmal hin? Achso, hier hatte ich schon gesucht. Hier waren keine Kassettos. Trotzdem nochmal gucken. Man weiß ja nie. Ja, kann auch sein bei so Jump-and-Run-Spielen, dass du dann auf einmal, oder so Adventures, Point-and-Click-Adventures, dass du dann halt, ja, dass dann irgendwas freigeschaltet wird auf einmal. Wobei ich sagen muss, es ist echt schon gefühlte 1000 Jahre her, dass ich mal so ein Game gezockt habe. Yeah, und bloß runter mit dir. Sonst kommt der böse Hasi wieder. Na, soll der Onkel dir mal einen richtigen Hasen zeigen? Kann ich immer noch nicht benutzen. Und hopp. Und hopp. Ah, warte, warte, warte. Kassette. 15. September. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt Esther im Krankenhaus. Ihre Nachbarn haben in den frühen Morgenstunden die Polizei gerufen, weil sie schreien hörten. Sie wird für ein paar Tage dort bleiben. Ey, mach hier mal nicht so einen Wind. Ich bin gerade am Vorlesen, Alter. Wir haben Ruby gesagt, dass sie gestürzt ist und dass, dass es ihr gut geht. Wir warten auf die Drogendiagnose. Wir warten auf eine Diagnose. Drei von sechs. Nur noch schon! Ich muss noch drei finden. Mensch. Juhu! Und hopp. Und hopp. Ja, toll. Direkt auf dem Auto gelandet. Läuft. Irgendwie haben sich seine Augen verändert. Oder ist das jetzt nur ein Pixelfehler oder so? Also solange ich das höre, dieses laute Brumm, 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 werde ich mich ganz bestimmt nicht von der Stelle bewegen. Nicht regen. Erregen. Ach komm, Alter! Und hopp. Und hopp.
Und hopp. Haha. Ja. Von dir lasse ich mich nicht verarschen, mein Freund. Habe ich schon gesagt, dass der unheimlich schwer geht? So ein bisschen schwerfällig? So 2 Tonnen schwerfällig? Ricarda, bist du es? Hast du mal ganz schön schlanken Ruf gekriegt. Er kommt wieder. Also irgendwie sieht er echt heftiger aus so. Aber wie gesagt, die Augen könnten auch jetzt reiner Zufall sein, dass das Spiel gerade am Abkacken ist oder so. Keine Ahnung. Komm, geh nach rechts. Geh nach rechts. Groa. Hoppa. Hoppa. Ah! Ohne Sound. Das läuft. Ja, das war das Schlafzimmer der Eltern. Das ist die Lokomotive. Ja, ich mach Go, Go, Go hier gerade. Hopp. Kommt der noch oder was ist hier los? Mr. Hobbs, Mr. Hobbs, oh yeah. Was geht ab, Mr. Hobbs? Ja, a cappella. Ich kann auch singen. Ja, hier war ich schon. Weg ist er. Lass mich raten. Oh, jetzt bin ich wieder bei mir. Und hier ist nix. Hier ist einfach nix. Hier ist nix. Ich weiß nicht, ob das Spiel gerade irgendwie einfach nur deprimiert, ja, wenn ich ehrlich bin. Und hopp. Ja, warte mal. Hier war ich, glaube ich, schon länger nicht mehr. Hopp. Und verstecken. Vollgas. Und verstecken. Ja, ich bin Pro-Gamer, Alter. Pro-Gamer. Vielleicht ist er auch nur sauer, weil sie ihm seine Eier geklaut haben. Das kann natürlich auch sein. Hey, wo sind meine Eier? Wo sind meine Eier? Ich weiß, dass du meine Eier irgendwo hast. Obwohl, dann könnte er wahrscheinlich nicht mehr so tief schreien. Oder grunzen. Oh! Okay. Finde ein Geheimnis. Was? Warum? Wie viel? Was? Was war das? Habe ich jetzt was gefunden? Oder ging es nur darum, die Augen zu sehen? Vielleicht hätte ich noch eins für einen Parabelritter mitnehmen müssen. Ja, so als Wiedergutmachungsgeschenk für meine bösen. Ja, für meine böse Kritik. Barbie. Wann bin ich jetzt da hergekommen? Nee, da bin ich eben nicht hergekommen. Ich bin von...
Ich schnall's ja manchmal nicht. Warte, ich guck nochmal. Nur damit ich sicher sein kann, dass ich wirklich auch von da gekommen bin. Ja, ich bin von da gekommen, okay. Und hoppi. Ob ich jemals. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Ich krieg gerade Horror. Ehrlich, ich krieg gerade Horror. Okay, das war wirklich knapp. Von da bin ich gekommen. Also von hier bin ich gekommen. Deswegen gehe ich jetzt mal wieder hier lang. Nehme ich mal einen Schluck Cola. Ah, ASMR. Oh, das ist richtig gut. Mmh, wie lecker. Du bist eine Motte. Du bist eine Motte. Oh nein, nicht wieder die Lokomotive. Ich habe Angst vor der Lokomotive. Uiuiui, direkt zweimal. So läuft das. Ach komm, hier auch nochmal. Warte mal, jetzt bin ich wieder beim Schwein. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Warum ist hier nichts? Ich brauche doch bloß Kassetten. Ich brauche doch bloß Kassetten, Leute. Hier müssen immer noch Kassetten sein. Das gibt's auch gar nicht. Ja, hast gedacht, ne, dass ich sofort losrenne, du kleiner Hops. Ah ne, Hop. Mr. Hop. Alter, jetzt verpiesel dich doch mal. Das schaffen wir! Das schaffen wir! Bom, bom, bom. Juckt das Knie. Was mache ich jetzt? Hopp! Na? So intelligent scheinst du ja wohl nicht zu sein, du kleines Bunny, du. Ja, sonst hättest du einfach mal hinter der Couch geguckt. Ja, ich bin voll intelligent, ne? Alter, Stealth Skills. Oh, geiles Wort. Stealth Skills. Muss man 10-mal hintereinander sprechen. Also Stealth Skills. Ja. Skill Level 1000. Geht er nicht weg? Hoppa, hoppa. Jetzt bin ich wieder hier. Und hier kann ich nicht rein. Soll ich mir eine Karte zeichnen oder was? Warte mal ganz kurz. Ich müsste doch. Warte mal, jetzt bin ich doch gerade. Da bin ich doch gerade hergekommen. Also müsste ich doch eigentlich jetzt einfach nach links gehen. Also eine Karte wäre hier nicht schlecht gewesen bei dem Spiel.
Nacht sitze ich fest. Ach Leute, ey. Du. Yeah! Gabba Dance! Hopp und hopp. Ah! 17. September. Wir haben Ruby ins Krankenhaus gebracht, um ihre Oma zu besuchen. Esther bossert ihr ein Plüschtier namens Mr. Hopp. Aha! Daher kommt also der Mr. Hoppy. Ein kleines Kaninchen. Naja, jetzt gerade so circa 2 Tonnen schwer und keine Ahnung, ein bisschen schräg drauf. Wahrscheinlich mit Drogen vollgepumpt oder so. Man weiß es nicht. Degeneriertes Stück Scheiße. Esther hat immer ihre Kleidung und ihr Spielzeug gestrickt. Ruby war dankbar, aber ich muss zugeben, dass dieses Spielzeug irgendwas an sich hat. Etwas ziemlich Beunruhigendes. Ja, ich war sowas. Okay, also das hat ja schon mal geklappt. Jetzt gehe ich hier nochmal rein. Vielleicht finde ich ja hier sogar noch eine Kassetti. Kassetti. Oh, Kassetti. Nein, natürlich nicht. Hier ist gar nichts. Das ist natürlich relativ schlecht. Sound ist weg. Oh. Hör doch mal auf. Was soll denn das hier? Das ist ein Gruselspiel oder was? Jetzt hat er den Mund offen. Ja, bei meinen Skills in diesem Spiel steht jedem der Mund weit offen. Oh nein, die Lokomotive. Geh weg! Also. Das komme ich wieder nicht weg. Wie lange soll ich noch warten? Vielleicht bis er sich, keine Ahnung, tot gestampft hat? Oder bis er sich tot gegangen hat? Aha. Ich muss da wieder hin. Jetzt muss ich wieder warten, bis er da weg ist, ey. Geh mal weg, du! Geh mal weg, du! So. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Herein. Nee, ist für mich. Kannst. Ja, genau, geh mal weg. Das ist für mich. Danke. Hallo Ruby, es ist dein Nachbar Mark. Geht es dir gut? Ich habe stundenlang versucht anzurufen. Nee, Alter, du hast gerade einmal angerufen. Lügner! Ja, und jetzt? Ich wollte nur mal ganz kurz wissen, ob es dir gut geht. Ach, da ist... Ach, was höre ich denn da? So komische Grunzlaute. Das ist der Schreie. Ah, nee, dann ist ja alles in Ordnung bei dir. Und dieses Gestampfe, ja, das kann ja nur total in Ordnung sein. Finde ich gut, dass es dir gut geht. Ja, und irgendwie meldest du dich auch gar nicht. Aber es ist mir egal. Haha. Oh oh.
Hinfort mit dir! Hinfort mit dir! Hoppi! Hoppi! Achso, warte mal, jetzt vielleicht. Gucken wir mal. Na? 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 Nein. Nein. Einfach nur nein. Hoppi. Die Odyssee, Alter. Das ist die Odyssee durchs Haus. Ohne Scheiß. Auf der Suche nach irgendwelchen Scheißkassetten. Rein. Das ist bestimmt wieder ein Nachbar gewesen. Ja, geht's dir gut? Ich sterbe. Hilfe, Hilfe. Ah, dir geht's gut. Ja, okay, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, ne, und frohe Ostern. Ich werde von einem riesigen... Das muss auch geil sein, ja. Du gehst ans Telefon und sagst, ich werde von einem riesigen Horror-Karnickel verfolgt und das will mich fressen. Aha, ja... Und sonst so? Nimmst du Drogen? Ja, soll ich mal die Polizei verständigen? Ja, holen Sie die Polizei! Nein. Der Onkel Lauterbach ist ja nicht so. Der legalisiert lieber die Drogen. Vielleicht ist es auch der Lauterbach da! Das ist gar kein Riesenkanickel. Das ist der Lauterbach mit einer Furry-Maske. Oder einem Furry-Kostüm. Ich werde euch alle boostern. Ich werde euch alle boostern. Yeah. Jetzt gehe ich erstmal wieder hier unten lang. So, warte. Moment. Ja, ich gehe jetzt wieder zum Kinderzimmer, ich weiß. Hoi, hoi, hoi. Hoi. Ja, okay, finde ich rein, das ist... Ich würde gerne ein Geheimnis finden, aber was für eins? Muss man hier irgendwie draufklicken oder so? Kein Schimmer. Vielleicht ist das das Geheimnis. Nee, ich habe keine Ahnung. Warte, ich gehe nochmal. Was ihr gerade hört, ist die Mega-Tastatur. Ja, wie ich hier gerade vollstahl gehe. Ist da irgendwas? Ach, ich habe keine Ahnung. Ja! Yeah! Gehe ich mal wieder hoch. Oder beziehungsweise, man weiß ja nicht, ob es wirklich hoch ist. Hopp! Also bisher hat das Spiel vor allem einen Horror. Und zwar das, dieses Suchen nach der Kassette. 19. September. Wir haben gerade einen Anruf erhalten. Esther ist im Schlaf gestorben. Mein herzliches Beileid. Die Ärzte konnten es keine Drogen geben und auch keine Diagnose und sagten sogar, dass dieses plötzliche Ableben bizarr ist. Wir werden es Ruby sagen müssen, wenn sie von der Schule nach Hause kommt. Das wird für keinen von uns einfach sein. Gut, und dann würde ich sagen, weg. Machen wir mal weiter. Ach man. Nana looked into the fires of hell and she saw me. Ah, okay.
So. Wuff, wuff. Warte mal, hier habe ich jetzt keinen Bock her. Gucken wir noch mal hier. Alter! Willst du mich verarschen? Was war das? Was zum Geier war das? September 22. Ruby hat sich seit den Neuigkeiten nicht mehr von ihrer besten Seite gezeigt. Wir mussten hier die Steinschleuder wegnehmen, sowie die ganzen Knarren, die Schrotgewehre, die Kalaschnikows und natürlich auch den Taurus-Marschflugkörper, da sie nicht aufhörte, Kugeln auf das Plüschkaninchen zu schießen. Ja, komm, jetzt wissen wir alle. Wir wissen alle jetzt schon, worauf das hinausläuft. Ja? Das ist nämlich gar kein übles Plüschkaninchen, Horror-Plüschkaninchen. Nein, 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 nein. Das wehrt sich einfach nur. Ja, das wurde malträtiert von dieser heranwachsenden, keine Ahnung, von diesem Terror. Wie heißt die nochmal? Terror-Ruby, ja, genau, von Terror-Ruby. Wir mussten die Steinschleuder wegschließen, die Marschflugkörper in die Ukraine schicken, weil Ruby sie immer wieder gefunden hat. Ja, auch in der Ukraine. Jenna bewahrt den Schlüssel unter einer Pflanze im Flur auf, glaube ich. Okay, Jenna. Pflanze im Flur, habe ich verstanden. Okay, nur mal ganz kurz. Weil vorhin, ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich glaube, die Tür stand offen und dann kam dieses Vieh da raus. Also hier ist Flur, hier ist Pflanze. Also nicht nur eine Pflanze, hier sind mehrere Pflanzen. Hoppi, hoppi. Also hier sind eine Menge Pflanzen, aber irgendwie... Ach komm, Alter. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg und finden den Schlüssel. Jupp. Hoppi. 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 Nix Schlüssel. Ja, auch nix. Also ich bin hier im Flur, oder nicht? 1000 Pflanzen, kein Schlüssel. Was soll das? Wollte ich mich verarschen? Kannst du mal jetzt bitte nach rechts gehen? Danke. Okay, Schlüssel. Cool, jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt habe ich noch eine Frage. Vielleicht habe ich das vergessen, aber wofür ist der scheiß Schlüssel? Oder ist der jetzt für Schlafzimmer? Das kann natürlich auch sein. Nein. Wollen wir nochmal gucken, weil wir müssen ja eigentlich noch die Mutti finden. Ja. Wo ist der Mr. Hobb? Da ist der Mr. Hobb. Da hat er echt auf mich gewartet, der kleine Schlingel. Das war aber knapp. Das war knapp, Leute. Das war aber knapp, du. Jetzt gucken wir ganz kurz, ne? Jetzt gucken wir ganz kurz. Warten, warten. Und schnell weg hier. Elefant. Autochen. Ja, Schlüssel. Elefant. Ach nee, halt.
Muss den gleichen Weg wieder zurück. Jetzt kurz warten. Ja, denkst du? So, jetzt aber. Ah, seht ihr? Und was haben wir hier? Hä? Scheiße. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie die Geheimzahl ist da. Kacke. Ja, kann ich denn immer noch rein? Ja, ich kann immer noch rein. Ah, oh Mann, Alter. Vielleicht hätte ich mir mal eine Zahl aufschreiben sollen. Warte mal, da war doch... Ich glaube, wenn man hier durchrennt... War da nicht einer... stand da nicht an der Mauer irgendeine Zahl? Ach, warte mal ganz kurz. Nee, in der Küche. Da war doch was von wegen Jahrestag. 18. Februar? Ich meine, das wäre 18. Februar gewesen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich mach mal den Jumpy hier und dann... Ich probiere das jetzt einfach mal aus. 18. Februar. Ich weiß jetzt echt nicht, ob das richtig ist, 18. Februar, aber irgendwas war da. 18. Februar oder 18. April? Warte mal, gucken wir mal eben. 1. Ne, muss man hoch. Drücki, drücki machen. 18.2. Nö. Juhu! Okay. Hätte ja sein können. Also entweder an der Wand stand das, von wegen Geheimnis und so weiter. Oder in der Küche. Ich gehe nochmal erst in die Küche gucken. Ich müsste mich jetzt sterben lassen. Ah ne, halt, da komme ich ja da wieder raus. Wahrscheinlich. Yeah, yeah. Machen wir hier nicht den Franz Ferdinand da. Und hopp. Ja, go, 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 sag ich dann nur da. Ne, warte mal, wo war ich hier nochmal? Ach genau, da komme ich da... Ach, warte mal. Ist das nicht da sogar, wo die Wand... Wo die Wand beschmiert ist, da mit irgendwelchem Scheiß. Ach komm! Finde den Schlüssel, meine Freunde. Ich finde den Schlüssel. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Toll, jetzt höre ich den nicht mehr. Glück gehabt. Jetzt ist der Sound gerade weg. Das ist natürlich relativ ungünstig. Aber gut, dass ich einen Horror-Sound höre. Na, hat das Spiel ein paar Bugs? Na komm, verpiss dich endlich. Verpiss dich! Und hopp. Und hopp. Und hopp. So, und hier geht's. Genau, da geht's. Zu meinem Zimmerchen. Toll, jetzt kann ich nur raten.
Nee, warte, das ist falsch. Wo muss ich denn hin? Ich muss... Ah, wo war denn die Küche nochmal? Wo war die Küche nochmal? Hier ist, glaube ich, das Schlafzimmer. Ja, genau, hier war das Schlafzimmer. Achso, warte mal. Genau, ich muss ja erstmal den Schlüssel. Genau. So, dann hier. Genau. Und jetzt brauche ich die Kombination. Die Kombination brauche ich. Hoppi, hoppi. Ist hier vielleicht irgendwas? Kombinationstechnisch. Ja, natürlich nicht. So. Ja, ja, komm du ruhig. Wenigstens höre ich den Sound jetzt wieder, ey. Das war vorhin echt ein bisschen scheiße. Schaffe ich das? Genau, warte mal. Nee. Jetzt bin ich wieder hier. Scheibenkleister. Hier war das, genau. Die Uhrzeit. Tja. Ach, 18. April war das. 18. April. Genau, 18. April. Ach, Mann. 18. April. Also in diesem Hobby bin ich schon ziemlich gut, wa? Ja, der heult, weil ich ihn immer so gequält habe. Ach. So, jetzt aber. Ach, Quatsch. 18. April. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Wir wuppen. Yay! Ja, und jetzt? Ah, jetzt kann ich die... Wow, jetzt kann ich die Steinschleuder benutzen. Pjung. Pjung. Finde... Na, wo bist du? Geh weg da. Ja, jetzt ist Showdown, Mr. Hobbs. Ja, wollen wir mal ein bisschen locken hier. Ja, jetzt mache ich mal hier Lärm. So sieht sie mir aus. Na, wo bist du? Lass mich raten, ich wette mit euch, der ist bei mir im Spielzimmer. Was? Boah, das hört sich echt übelst an. Ja, Mr. Hobbs. Ist euch mal aufgefallen? Na toll, hier ist er nicht. Ist euch mal aufgefallen, dass ich am Anfang die Mutti eigentlich suchen sollte und irgendwie ist die nicht da? Na, vielleicht hat er sie schon gefressen. Das ist natürlich möglich. Na, wo bist du? Na, wo bist du? Vorsicht, ich bin bewaffnet mit einer Steinschleuder gegen ein 2 Tonnen schweres, also circa 2 Tonnen schweres Ungetüm. Stellen Sie sich auf 10 Spielzeuge. 1.
Ach komm. Hier war doch vor allem überall welcher. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ja, ich kann das. Weg mit dir. Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist. Zwei, drei, vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Na, wo bist du, Mr. Hobbs? Oder taucht er nicht random auf, sondern immer da vorne? Das könnte ja auch sein. Okay. Also ich kann nichts. Ha! Okay. Ach, hier bin ich gerade rausgekommen. Yeah, Alter, bam, weg die Sau. Ja, nu? Rubikon gibt deiner Oma einen dicken Kuss. Was? Aber Omilein, du bist doch schon tot. Ach ja, Oma, aber ich dachte nur. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Okay. Nein, ich will nicht mit dir spielen. Das ist eine ganz einfache Sache. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Ja. Oh, die Hand kommt immer näher, 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 näher. Polizei, stehen bleiben. Ran, Ruby, ran. Fluchtkünstler. Polizei, stehen bleiben. Was geht ab? Ah, das war geil. Fluchtkünstler. Ja, das war's, meine verehrten Freunde, ja. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auch wenn es ein bisschen nervig zwischendurch war, dass ich immer wieder abgekackt bin. Aber letzten Endes ist es echt ein knuffiges Spiel gewesen. Ja. Gerade gut zu Ostern. Und in diesem Sinne, ich werde das Ganze jetzt noch schneiden, dann noch online bringen und ich würde sagen, wir sehen uns in dem nächsten Video. Ja, mal gucken, was ich dann aus dem Ärmel rauszauber oder aus dem Ärmel ziehe oder aus dem Hut rauszauber. Ich wünsche euch noch wirklich ein entspanntes Osterfest, ja, ein entspanntes Ostern und vielleicht hattet ihr ja schon ein bisschen Glück beim Eiersuchen, ja, ansonsten kann ich euch da gerne mal helfen, wenn ihr wollt. Also, dann bleibt nur noch zu sagen, kein Rückzug, kein Aufgeben und immer der Wahrheit.